Jetzt sagt die Firma Tele, wir haben für uns die Hierarchien abgeschafft. Das steht da doch ein wenig im Kontrapunkt. Was das genau heißt, hören wir uns jetzt von der Eva und von Daniel an. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei diesem Talk. Danke sehr. Hört man mich? Jawohl. Super. Ich habe eigentlich gedacht, ich setze mich dann in die Party zur Einladung mit dem Getränk da oben, aber wird dann wohl nichts draus. Tele, your Smart Factory, was ist das? Wir sind produzierender Betrieb, das ist keine Krankheit. Was aber ansteckend ist, ist unsere Organisation. Ein bisschen was zu uns. Who is who? Keine Sorge, Sie müssen jetzt nicht unsere Gesichter auf der Folie suchen. Ich habe die extra herausgepickt auf der nächsten Folie. Vielleicht zu mir, ich bin seit ungefähr 1,5 Jahren bei Tele, habe meine Wurzeln in der Entwicklung, Elektronikentwicklung, aber dann für mich entschieden, das ist eigentlich nicht das, wo ich mich sehe. Und bin jetzt für den Vertrieb in Süddeutschland zuständig. Eva, zu dir. Hallo, erstmal. Danke fürs Kommen und für die Einladung. Mein Name ist Eva Stöger. Ich bin im Unternehmen seit 25 Jahren tätig und meine Verantwortung liegt im Office Management und bei der Lehrungsausbildung. So, zur Tele-Geschichte. Man hat uns gesagt, man soll nichts darüber erzählen, was wir machen. Ja? Also was aus unserer Produktion kommt. Werde ich nicht darauf eingehen. Wo ich darauf eingehen werde, ist aber eigentlich unsere langjährige Geschichte. 1963 hat der Herr Günther Hase Tele gegründet als Handelsgesellschaft. Das heißt, er wurde mit elektrischen, elektronischen Waren gehandelt, hat auch einen Schaltstand vor dabei. 1967 waren wir eigentlich schnell wieder bei der vorigen Thematik Kooperation, wo dann ein werter Kunde gekommen ist und gesagt hat, hey, du, können wir da nicht was gemeinsam auf die Beine stellen? Da haben wir uns dann eigentlich schnell gedacht, wir können das eigentlich auch selber. Ja? Also wir können eigentlich Ideen verwerten und einen passenden Input liefern, gemeinsam mit einem Partner. Dazwischen gab es einige schöne Steps, unter anderem auch der Bau der Firmenzentrale, unser 50-jähriges Firmenjubiläum. Und wo wir uns stark drauf stürzen, ist auch die Kooperation mit Startup-Unternehmen, wo wir sagen, okay, man möchte auch Startups die Chance geben, gemeinsam mit uns etwas zu machen. Fokus liegt aber jetzt nicht darauf, dass wir jetzt Startups ausbeuten, ja, und alles wirklich aus denen rausholen, sondern wir versuchen auch gemeinsam mit den Startups mitzulernen, was auch eigentlich ganz gut funktioniert. Seit diesem Jahr eigentlich vermehrt der Thema, also der Themenfokus auf Industrie 4.0 oder wie man dieses schöne Wort schimpfen möchte. Was macht die Smart Factory im Wesentlichen? Wir machen eine clevere Technologie, die die Welt verbessert. Aus unseren Produkten werden durch Vernetzung intelligente Produkte mit Mehrwert. Welche Produkte das sind, verrate ich nicht. Das können Sie vielleicht auf der Firmenhomepage nachlesen. Und was uns eigentlich auch ausmacht, wird die Eva jetzt erzählen. Ja, demokratische, transparente Organisation, Verantwortung des Einzelnen. So hat eigentlich alles begonnen. Der Christoph, der Firmeneigentümer, der Sohn von Bücherhase, ist 2000 ins Unternehmen eingestiegen, hat dann nicht direkt, das war ständig präsent im Unternehmen, im operativen Geschehen nicht wirklich so drinnen, aber trotzdem immer wieder ein bisschen klassisches aufgestellt mit Management und allem. Und dann haben wir gesagt, irgendwann hat er dann gemeint, eigentlich versteht er das nicht, dass die Leute immer zu ihm kommen, Unterschrift draufgesetzt werden, hat mit der ganzen Thematik gar nichts zu tun, kennt sich zum Teil auch gar nicht so aus. Derjenige, der das eigentlich verantwortet oder die Unterschrift braucht, der hat eigentlich das Know-how und der sollte das eigentlich auch entscheiden und die Verantwortung dazu tragen. Und so ist es eigentlich entstanden. So hat er dann sich so eine kleine Vision, eine kleine Telewelt gebaut, eine neue Telewelt, das Unternehmen der Zukunft. Und so haben wir dann auch vor knapp 5 Jahren, mittlerweile sind es schon wieder 5 Jahre, muss dann immer nachrechnen und ist so in dem Geschehen drinnen. Und da denkt sich mittlerweile, es ist so, als wäre es schon immer so gewesen.
haben wir begonnen, das Management abzuschaffen. War nicht einfach, weil ihr könnt euch das vorstellen. Alle Chefs sagen, okay, du bist jetzt kein Chef mehr. Der Markus, unser jetziger offizieller Geschäftsführer, aber im Unternehmen hat er keine Funktion als Geschäftsführer, sondern die Funktion der Regie, hat uns damals geholfen, auch als Außenstehender da das ein bisschen auf die Beine zu bringen. Wir haben im Endeffekt dann so begonnen, wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet, das Team Armageddon. Und dieses Team hat sich dann einmal angeschaut, okay, was machen wir im Unternehmen? Die haben einmal alle Abteilungen jetzt einmal per se gelegt und haben gesagt, wo sind unsere Schwerpunkte, wo sind unsere Arbeitsflüsse, wo haben wir Zusammenspiele, wo haben wir die einzelnen Prozesse. Und jeder Mitarbeiter, also dieses Team hat dann einzelne Prozesse ausgearbeitet und hat gesagt, okay, das sind für uns die wichtigen Dinge. Da haben wir dann im Endeffekt, jetzt habe ich einen kleinen Sprung schon gemacht, wenn man es so hernehmen, ich möchte das nur jetzt kurz erklären, haben wir dann ganz einfach, das ist was für das Team Armageddon dann ausgearbeitet haben. Wir haben dann gesagt, wir haben drei Hauptprozesse, hat aber jetzt in der hierarchischen Anordnung bitte nichts zu tun, nur von der Zeit vom Blatt her, die auch das nicht anders aus. Die drei Hauptprozesse, Sales, Innovation und Produktion, sind maßgeblich an der Wertschöpfung des Unternehmens maßgeblich beteiligt. Die können natürlich nicht alleine bestehen, in der Form, dass das Unternehmen in sich stimmig ist, brauchen Unterstützungsprozesse. Und in Summe haben wir daraus diese 11 Prozesse kreiert. Der Daniel ist im Prozess Sales, da kann man dann nachher noch ein bisschen in Detail auch eingehen. Mein Prozess ist das Office Management und ich habe für meinen Prozess gesagt, okay, ich habe meinen Prozess Office Management, welche einzelnen Schritte der Aufgaben habe ich hier in meinem Prozess? Und habe dann Teilprozesse gegliedert. Und diese Teilprozesse habe ich zum Teil in Verantwortung, weil ich ein sehr kleiner Prozess bin, habe aber auch einen Kollegen, der zum Beispiel für das Teilprozess Facility Management in meinem Prozess verantwortlich ist. Und so gibt sich das dann im Endeffekt weiter. Ja, jetzt fragen sich sicher ein paar von euch, ja, aber irgendwer muss ja die Entscheidung treffen, der braucht seine Leitung im Unternehmen, da muss ja irgendwer muss ja die Hand ins Feuer halten. Ja. Ich kann Sie beruhigen, oder euch beruhigen, wenn du noch einmal zurückgehst, Eva. Wir haben eine Leitung und die ist im Facility Management im Keller. Also das ist die Leitung, die wir haben. Vielleicht noch, aus welchem Background agieren wir eigentlich bei Tele? Noch eine Folie zurück wieder. Wir sind ja sehr flexibel auch in der Organisation. Unser Leitfaden ist im Wesentlichen Innovation plus Nachhaltigkeit ist gleich Profitabilität. Was heißt das? Das heißt, ich bin im Vertrieb jetzt zum Beispiel umsatzgetrieben, ja, aber Tele schaut auch darauf, dass wir was nachhaltig machen, ja, dass der Umsatz übermorgen kommt, überübermorgen kommt, ja. Vielleicht kommt er auch mal morgen, ja. Aber immer im Wesentlichen die Nachhaltigkeit und im Background auch die Innovation, die wir im Haus haben. Ja. Und diese Innovation wollen wir uns durch Kooperationen wieder. Jetzt haben wir halt Verantwortung im Unternehmen. Jetzt ist die Frage, wie werden die aufgeteilt? Ja, hat jeder Verantwortung über alles? Kann ich jetzt mit Markus zur Bank gehen und sagen, Herr Bank, ich möchte bitte ein bisschen Geld haben? Nein. Schade. Das ist schade. Im Wesentlichen ist es so, wir haben den Prozess Mitarbeiter, das ist jeder Mitarbeiter im Unternehmen, hat eine Grundfunktion, die ist im Prinzip im grünen Dot beschrieben. Dann gibt es noch die Funktion des Teilprozessverantwortlichen, das heißt, man hat jetzt zum Beispiel bei uns im Sales hat man jemanden, der für den Elektro-Großhandel zuständig ist, für den Direktvertrieb, für den Export. Das heißt, da übernimmt der einzelne Prozessmitarbeiter dann wieder eine zusätzliche Funktion und zusätzliche Verantwortung. Ja. Wohlwissend aber, dass man das mit den einzelnen Prozessmitarbeitern auch koordiniert. Was es dann noch gibt, ist ein einheitlicher Prozessverantwortlicher. Das heißt, dieser Prozessverantwortliche sammelt im Prinzip im Allgemeinen alle Inputs der Teilprozesse ein und breitet die dann in Gremien aus. Ja. Vielleicht zu den Gremien, Eva? Ja. Du das? Also wir müssen, wie Daniel ja schon gesagt hat, wir müssen natürlich auch in unserem Unternehmen Entscheidungen treffen. In einem normalen hierarchischen Unternehmen oder so, wie es früher halt war, hat es der Geschäftsführer oder der Abteilungsleiter oder die Management-Ebene getroffen. Und
die Mitarbeiter haben das mitgetragen. Wir haben dann so gesagt, wir brauchen für uns zwei Gremien. Wir haben das Organisationsgremium, das sich um das ganze Organisatorische kümmert, und das Geschäftsplangremium, das sich um den ganzen Saalbudget und alles so weiter kümmert. Ja. Und in diesem Gremium sind von jedem Prozess die Mitarbeiter. Also von jedem also im Geschäftsplangremium, wo es halt auch die Budgetverantwortung ist, ist jeder Prozessverantwortliche drinnen, weil der auch in seiner Funktion oder in seiner Rolle die Budgetverantwortung hat. Also ist der im Geschäftsplangremium drinnen, und im Organisationsgremium ist pro Prozess ein Mitarbeiter. Da hat der Prozess dann gesagt, okay, du gehst vertreten für uns in das Gremium und gibst auch dort eine Stimme ab. Weil wenn wir jetzt etwas entscheiden, stimmen wir demokratisch ab, und das trägt dann das ganze Unternehmen, diese Entscheidung. Und so werden bei uns eigentlich die Entscheidungen getroffen. Ist jetzt nicht immer ganz einfach, weil im Endeffekt klingt ganz nett und wir stimmen jetzt ab, und man sieht ja auch an der Wahl, dass solche Entscheidungen oder solche Wahlen nicht immer ganz positiv abgehen können. Aber wir haben dann schon auch gesagt, also es funktioniert immer besser, auch wir haben jetzt unsere Hürden, die wir dann auch teilweise überwinden müssen, aber letztendlich werden so die Entscheidungen getroffen. Ja, und das hat eigentlich auch dazu geführt, also in unseren Besprechungen, es gibt eine Hausregel bei uns, keine Besprechung darf zum Beispiel länger als 2 Stunden dauern, weil sobald die länger als 2 Stunden dauert, dann reden wir sowieso mit dem Kreis. Man hat auch im Unternehmen bei uns noch, sagen wir so, tägliche Mindsets zu verfolgen. Das sind dann so Sachen wie eine Schulfix-Verantwortung, das heißt wöchentliche Schulfixe organisieren, planen, Agenten verfassen, Protokolle einteilen. Dann gibt es noch solche Sachen wie die Projektverantwortung, also wenn wir jetzt im Vertrieb was einholen, braucht es jemanden, der im Prinzip die Verantwortung über das Projekt trägt. Sei aber dahingestellt, wo jetzt der einzelne Prozessmitarbeiter die Wurzeln hat. Das kann jetzt auch aus dem Einkauf sein, wenn jetzt sich der Mensch aus dem Einkauf besonders mit diesem Thema auseinandersetzt, dann kann sich auch der Einkäufer da die Projektverantwortung tragen. Die Personalverantwortung ist eigentlich unabhängig vom Prozess auch bewusst unabhängig gewählt. Was ist die Personalverantwortung? Ist eigentlich, hat den Hintergrund, dass man sagt, okay, in unserer Organisation wäre es wünschenswert oder beziehungsweise wird es so gelebt, dass man sagt, die einzelnen Prozessmitarbeiter, das heißt wir aus dem Vertrieb, haben eine Bezugsperson aus einem anderen Prozess, die nicht vom Fach ist. Wo es dann um Sachen geht wie Arbeitsvertrag und Co., wo man sich da gemeinsam abstimmt. Ja. Ich sage mal, darf ich da ganz kurz, das ist für mich immer das ganz kleine Beispiel, die Kollegin aus der Finanz, die Maria, ist die Personalverantwortliche für die Produktionsmitarbeiter. Hat jetzt im Prinzip klassischen Fachgebiet gar nichts mit der Produktion zu tun, muss sich da auch wieder, aber wir wollen auch da im Unternehmen diesen Bogen spannen. Das ist uns ganz wichtig, dass auch da diese ganzen einzelnen Rollen breiter aufgestellt sind. Bei uns hat auch im Grunde genommen jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, solche Rollen zu übernehmen, aufgrund von Wiederwahlen und so. Aber gerade bei der Maria zum Beispiel, jetzt mit der Produktion, das Beispiel gefällt mir immer ganz gut, man muss sich da dann auch immer mit diesem Prozess verantwortlich auseinandersetzen. Also ich muss da personalverantwortlich setzen, kann mit dem Prozessverantwortlichen zu sagen, dass er da mal weiß, weil wenn jetzt eine Mitarbeiterin aus der Produktion zur Maria kommt und sagt, ja, ich möchte jetzt eine Gehaltserhöhung, weil ich ja so toll arbeite, kann die Maria das im Endeffekt gar nicht sagen, weil sie jetzt gar nicht den fachlichen Einblick hat, weil sie erstens einmal auch wirklich ganz woanders sitzt, die Produktion, sondern sind bei uns im Erdgeschoss, die Maria sitzt im ersten Stock in der Finanz, also das geht gar nicht. Und da muss sie sich dann mit dem Prozessverantwortlichen kurz schließen, und auch da, das ist immer so ein Zusammenspiel mehrerer Personen, dass wir das auch wirklich auch breiter aufgestellt haben, die ganze Organisation. Ja. Im Wesentlichen. Da darf ich nur eins noch, vielleicht die Arbeitsgruppenverantwortung ist auch noch ein wichtiges Thema, finde ich meiner Meinung nach, wenn man ins Gremium geht mit einem Thema. Wir haben auch lange gesagt, schon gesagt, dass wir da das auch kurz halten wollen, und jetzt nicht wie uns stundenlang da, weil wenn 11 Leute da drinnen sitzen, kann man sich dann leicht auch verzetteln. Man hat ein Thema, und das Gremium kann dafür nicht eine Entscheidung abgeben, weil es ja die Hälfte davon gar nichts damit zu tun hat oder es ist nicht vorbereitet gewesen, und dann zu dem Entschluss kommt, man braucht ja Hintergrundinformationen, dann bildet man daraus eine Arbeitsgruppe. Derjenige, der das Thema eingebracht hat, ist meistens auch der Arbeitsgruppenverantwortliche, weil der hat das Thema ja schon in irgendeiner Form als Steckenpferd mit sich gebracht.
Der sucht sich im Unternehmen dann die Leute, wo er sagt, okay, die könnten dann mitarbeiten im Team, in seiner Arbeitsgruppe, dass man das Thema für das Gremium, für eine Entscheidungsfindung gut ausarbeitet. Und das kann natürlich auch diese Zeit in Anspruch nehmen. Die haben uns da auch begrenzt, je nach Thema, bis zu 3 Monate kann so eine Arbeitsgruppe, hat dann auch Zeit. Man muss dann auch die Themen und die Inhalte sind dann auch oft sehr, sehr, sehr intensiv auch gewählt und da muss man dann auch die Zeit, braucht man dazu. Und dann kommt das, die Arbeitsgruppe wieder ins Gremium, präsentiert das und das Gremium kann dann eine Entscheidung treffen. Also das ist dann vielleicht auch noch zur Arbeitsgruppe dazu zu sagen, ein wichtiger Faktor. Genau. Also das war eigentlich grob unser Rahmen abgesteckt, wie wir unsere Organisation umgewandelt haben. Folienmäßig ist eben nichts mehr jetzt da. Wir haben jetzt aber bewusst unsere Präsentation kürzer geregelt, weil wir sagen, es sind sicher tausende Fragen im Raum, die wir gerne kompetent beantworten möchten. Muss ich überhaupt aufstehen dazu oder habt ihr schon tausende Fragen? Schon, oder? Kinder, das ist nicht versprochen. Prozesse jetzt wirklich zustande kommen. Also heißt demokratisch einfach für qualifizierte Mehrheiten? Oder habt ihr auch soziokratische Entscheidungsformen, Entscheidungsfindung oder gar holokratische? Also mich würde das interessieren, wie schaut der Entscheidungsfindungsprozess eigentlich aus? Also grundsätzlich es ist ein Thema kommt zur Entscheidung und wird im Endeffekt, das wird abgestimmt dann. Und mehrheitlich ist im Endeffekt, wird das dann ins Unternehmen getragen. Also eine Entscheidungsfindung ist dann sozusagen eine einfache Mehrheit gleich aus. Ja. Okay, in diesem Gremium. Ja. Also vielleicht noch dazu zu sagen, hört man mich ja, oder? Ja. Jetzt besser. Vielleicht dazu zu sagen ist auch noch, jetzt wir zum Beispiel als Sales-Prozess entsenden als Mitarbeiter eine Person, wo wir denken, als Sales-Prozess, die kann die Meinung vom Sales-Prozess passend in dem Gremium vertreten. Ja. Sondern das ist mal die Grundregel dabei. Ja. Weil es bringt nichts, wenn wir jetzt jemanden hinschicken und der kann die Meinung nicht vertreten im Gremium und das schiebt er dann irgendwo hin. Wo es dann für keine Seite auch was bringt. Ja, wobei, ist auch bei uns im Unternehmen wirklich jeder Mitarbeiter auch sehr eigenverantwortlich handelt. Und es ist ihm bewusst auch, dass er eigentlich der Unternehmer ein Unternehmen ist. Also das ist eine Grundvoraussetzung. Und wir haben auch, als wir umgestellt haben, auch mitbekommen und auch gemerkt, dass letztendlich nicht jeder Mitarbeiter dazu befähigt ist, in seinem Unternehmen zu arbeiten. Das haben wir schon auch leidlich gespürt, muss ich auch sagen, weil auch dadurch der eine oder andere Mitarbeiter, der vielleicht eine gute Qualifikation hatte, aber dann auch nicht hereingepasst hat, weil er entweder sagt, okay, er kann damit nichts anfangen, wenn er plötzlich der Chef mehr ist, oder wenn er jetzt nicht da ist, der Vorreiter dafür ist, weil er das immer gewohnt war, oder er kann damit, er arbeitet gut, aber letztendlich, er braucht dann einen, der ihm früh sagt, und mach das heute, und das und das und das. Also diese Mitarbeiter haben bei uns keinen Platz. Und das haben wir dann auch wirklich im Laufe der ersten Zeit wirklich stark gespürt. Und die Mitarbeiter, die jetzt im Unternehmen sind, wollen auch aktiv in Unternehmen arbeiten, wollen sich aktiv daran beteiligen und wollen auch aktiv diese Entscheidungen mittragen. Und das merkt man auch, dass es wirklich von Mal zu Mal wächst. Also das war nicht einfach da, das war wirklich schwere Arbeit auch. Also da haben wir wieder viele Hürden gehabt. Und wenn ich daran denke, wie wir in den ersten Gremien gesessen sind und wenn ich jetzt, also wir sind jetzt schon wirklich einen Meilenstein weit voraus wiederum. Aber es ist auch so, wir sehen uns auch als Organismus, wir entwickeln uns auch ständig weiter. Entscheidungen, die wir zu Beginn getroffen haben, haben wir oft jetzt schon über Bord geworfen, also wenn wir eigentlich sind wir jetzt draufgekommen, in dem Sinn, tun und handeln, es ist doch so gescheitert. Also wir scheuen auch nicht den Weg einmal ein paar Schritte zurückzugehen und fangen dann vorne wieder an. Also das ist für uns auch wichtig. Hier im Anschluss, eine basisdemokratische Entscheidung ist ja nicht zwingend eine bessere Entscheidung als eine Expertenentscheidung. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben verschiedene Entscheidungen schon über Bord geworfen. Diese Reibungsverluste sind natürlich auch teuer, um es monetär mal zu betrachten. Eine Frage daraus. Was bringt es insgesamt? Das ist zwar ein schönes Experimentierfeld, aber was bringt es dem Unternehmen als Ganzes? Ist das Unternehmen dadurch am Markt besser positioniert worden? Haben sie mehr Gewinn gemacht? Haben sie überhaupt ein Ergebnis gemacht? Oder gab es durch die Reibungsverluste, die wahrscheinlich da und dort aufgetreten sind, auch gewaltige Einbußen finanzielle? Und was ist der Output letztlich? Das ist eine interessante Sache, gefällt mir persönlich am besten.
Man hat schön gesehen, in den, also das ist ein ongoing Prozess, das Ganze. Ja. Man lernt aus vergangenen Sachen, versucht es besser zu machen, trennt sich teilweise auch von Geschäft, wo man sieht, okay, das ist nicht rentabel fürs Unternehmen, ja, wo man damals nur Umsatz fokussiert war, also Umsatz, Umsatz, Umsatz. Was wir jetzt geschafft haben, eigentlich die letzten zwei, drei Jahre, war, dass der Umsatz bei uns zurückgegangen ist, aber wir haben den Gewinn gesteigert. Ja. Und das ist, glaube ich, ein beachtlicher Fakt, den man als Schlussfolgerung auch der Erwartung des Unternehmens sehen kann. Das ist zurückzuführen auf die Organisations- ja, der Bank. Ja, ja. Ja, es ist auch, es hat sich dadurch auch neue. Also wir haben jetzt nicht neue Kunden, aber wir sind jetzt, stehen jetzt nicht besser da, würde ich aber sagen. Wir haben uns noch anders aufgestellt. Wir sind offener jetzt, denke ich einmal. Wir versuchen auch in andere Wege zu schauen. Also früher war für uns die E-Produktion und sonst was nichts anderes geben. Ja. Und jetzt schauen wir natürlich, jetzt versuchen wir Kooperationen, haben wir mit Startups, Unternehmen, sind auf sämtlichen Veranstaltungen oder Branchenzweigen, wo wir früher gar nicht hingegangen sind. Also für uns hat sich schon die Sichtweise sehr verändert und dadurch haben wir einen viel besseren Weitblick, wird uns vielleicht jetzt noch nicht, aber in ein paar Jahren, es geht ja auch wieder weiter und wir entwickeln uns auch da und ich denke mal, in 5 Jahren oder in 3 Jahren sind wir die Früchte, die wir jetzt oder was ernten wir dann im Endeffekt, glaube ich einmal. Ja. Wir haben noch 3 Fragen, habe ich gezählt. Ich korrigiere, was der Sue sagt, das ist die erste Frage. Eine gesunde Mitsprache hilft, korrekte Entscheidungen zu treffen und auch ein Bein zu schaffen. Und auch hinzu. Eine Frage zu diesem Zusammenwerden. Es gab sicherlich einen Arbeitnehmeraustausch. Könntet ihr uns sagen, wie stark das tatsächlich war? Sie meinen jetzt, wie viele Mitarbeiter jetzt genau bei uns da verlassen haben? Ja, ich würde jetzt mal sagen. 40 Prozent. Hätte ich jetzt zwar jetzt nicht so viel gerechnet, aber der Markus sagt, dass 40 Prozent. Dann glaube ich, nehme jetzt mal. Ja, ja. Ja, ich habe das mit den Entscheidungen jetzt nicht so ganz verstanden. So insofern gibt es die Manier und nicht für den Personal. Ist jetzt, also das war ein Beispiel jetzt im Endeffekt, dass wir da das gezeigt haben. Aber es kommt jetzt als Beispiel, ich bin sagen wir in der Produktion und ich gehe zu Maria und sage, wir 5% mehr Gehalt haben. Ja. Dann wird das aber nicht, so wie ich das verstanden habe, das wird nicht in der Demokratie besprochen, sondern sie kann das festlegen. Ja, sie legt das mit dem Prozessverantwortlichen fest, beziehungsweise sie hat auch ihre Budgetverantwortung und in der Budgetverantwortung ist auch die Personalbudgetplanung drinnen. Und wenn sie das in ihrem Personalbudget berücksichtigt hat, das Budget wird dann wiederum im Gremium abgestimmt. Also okay, aber was ich jetzt verstanden habe, nicht jede Entscheidung wird über Demokrat, also mein Gehalt wird nicht abgestimmt mit allen anderen, sondern mit seinen Personen. Ja. Das heißt, sie hat es nicht über Demokrat. Ich habe eine laute Stimme, das geht so. Ich bin der Markus. Jetzt muss ich es nur ganz kurz erklären, weil im Endeffekt hatten wir das Thema Lohngerechtigkeit. Und zwar über das Gremium hinum haben die Mitarbeiter festgestellt, unter anderem die Eva, die da vorne steht, das ist ein bisschen aufregend wahrscheinlich, haben die Mitarbeiter festgestellt, dass wir über die 50 Jahre hatten wir eine große Ungerechtigkeit. So nach dem Motto, Arschkriechen hilft, da habe ich einen hohen Lohn oder nicht. Und die Mitarbeiter haben selber ein System erarbeitet und das ist nämlich die Basis. Und damit haben wir das Thema Lohngerechtigkeit gemacht. Das haben sich die Löhne angeschaut, an irgendwelchen Öllisten gespiegelt und so weiter und so fort und haben vor 3 Jahren die größten Ungerechtigkeiten ausgebügelt. Und da haben wir vor 3 Jahren haben die Mitarbeiter sich selber 90.000 Euro mehr Gehalt ausbezahlt, haben aber gleichzeitig 100.000 Euro eingespart. Und das ist genau das Thema gewesen. Und auf dieser Basis, dieser Liste, werden heute die Gehälter, das bedeutet, ich zum Beispiel, formerly known as Geschäftsführer, ich werde wahrscheinlich in den nächsten 100.000 Jahre kein Geld mehr kriegen aus dieser Firma, mehr Geld kriegen aus dieser Firma, weil ich am oberen Ranking bin. Dann sind hier heute andere Mitarbeiter, wir haben noch 2, die wahrscheinlich auch die nächsten 300.000 nichts mehr kriegen werden. Und da gibt es eine Liste und über die Jahre jetzt hinweg, über diese Liste werden die Mitarbeiter der unteren Lohnstufen oder die, wir bezahlen immer über den KV, aber wir haben eine interne Liste, werden jetzt erstmal, die Mitarbeiter bekommen jetzt mehr Lohn. Und das heißt, jetzt wenn ich aus der Produktion bin und 5% mehr haben möchte und ich bin aber schon drüber über dieser Liste, dann kommt erstmal jemand anders dran.
Das ist das Demokratische. Natürlich werden außerordentliche Leistungen oder sonst was, die werden auch honoriert. Ja, aber das war eigentlich gar nicht. Es ist super, das ja? Hast aber sagen, meine Frage. Meine Frage war, es gibt Entscheidungen, die abgestimmt werden, und dann gibt es aber wirklich Verantwortliche, die sagen kann, na, das machst du jetzt nicht so. Und dann muss es wirklich nicht so machen. Und wo ist dann die Quelle? Das war das, was ich nicht herausgefunden habe. Aber das ist ein schöner Job. Ja, also, dadurch, dass wir die Trennung haben zwischen Personalverantwortung und Prozessverantwortung. Der Prozessverantwortung hat keine Weisungsbefugnis. Der muss mit seinem Team kooperativ seine Prozessperformance kontinuierlich verbessern. Personalverantwortung heißt, hat eine Mitarbeiterin. Der Prozessverantwortliche kann nicht sagen, du machst es, na, das machen wir nicht, weil das ist ein Team, die müssen gemeinsam ihren Prozess weiterbringen. Die Personalverantwortung reduziert sich auf Personalgespräche, auch auf Lohngespräche und so weiter, auf die Weiterbildung der Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das ist eine ganz klare Trennung. Wir haben das gemacht, damit der Mitarbeiter nicht alleine einem Chef gegenüber sitzt, sondern er hat einen fachlichen, sage ich mal nicht Vorgesetzten, sondern einen Mentor in seinem Prozess. Und er hat halt irgendwo, müssen wir ja auch unter Umständen mal sanktionieren, hat halt auch eine Personalverantwortlichen. Und er sitzt beiden gegenüber und die beiden, der Prozess und die Personalverantwortlichen müssen sich auch immer abstimmen, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel ein Mitarbeiterfördergespräch und so weiter hat. Also es ist nicht so, dass bei uns irgendjemand, nicht mal ich, sagen kann, na, das machen wir nicht, das geht nicht. Ich möchte gerne noch diese Wortmeldung annehmen. Nehmen Sie das mit. Dankeschön. Dann langsam in die Frage. Ich habe bitte zwei Fragen, eine sehr detaillierte. Wer entscheidet Einkaufsbestellungen? Kann da auch da jeder nach Lust und Laune demokratisch bestellen? Nummer eins. Und Nummer zwei, wie werden Budgets erstellt? Gibt es da mal irgendeinen, der einen Entwurf ausrechnet und dann alle für den Senf dazugeben? Oder wie läuft das? Also den Einkauf regelt bei uns der Prozess Purchasing, Einkauf im Endeffekt. Und der ist auch verantwortlich, dass der seine, der hat zeitlich die Einkaufsverantwortung bei uns im Unternehmen. Also das wird dort geregelt. Was ist da neu? Das ist so schwer zu verstehen, was da neu ist. Das klingt so, als wäre ein normaler Schiff. Naja, bei uns sind sie. Was ist da anders? Vielleicht kann ich das aus dem Vertrieb besser argumentieren. Weil im Prinzip komme ich mit einem Projekt zum Beispiel in die Firma. Holen wir mal die Leute zusammen, die ich brauche für das Projekt Einkauf, Produktion, Entwicklung und Co. Wir setzen uns an einen Tisch, schauen, wie können wir das sinnvoll einkaufen, ja, was macht Sinn. Anstatt dass ich da 1000 Gehäuse auf Lager lege und brauche dann nur 50 oder sowas, das heißt, da stimmt man sich dann schon Hand in Hand. Weil das heißt, ich gehe in die Produktion, ich gehe in die Entwicklung, ich gehe in den Einkauf, ich gehe in die Finanz, dass der Kunde zahlt. Das kann ich alles mit meinen Interessen vertreten. Ja. Und die andere Frage war noch? Budgeterstellung. Vielleicht aus meiner persönlichen Warte, ich muss im Prinzip einen Forecast abgeben, wie viel ich reisen möchte, wie viele Hotelaufenthalte ich vorsehe, wie viele Kunden besuchen, wie ich vorsehe, welche Messen ich besuchen möchte. Und innerhalb des Prozesses stimmt man sich dann wieder ab, ob das dann wirklich sinnvoll erstellt wird oder nicht, weil es hilft mir nichts, wenn ich 8 Millionen Euro plane für Reisen oder sonst was und der Kollege plant nur 50.000 oder so. Lieber Daniel, liebe Eva, großartiges Thema, sehr kontroversielles Thema offensichtlich. Wir gehen nahtlos in die Pause. Bitte schnappt euch die Damen und Herren von der Firma Tele, da sind offenbar mehr anwesend. Ich glaube, die beantworten. Hey, Firma Tele, ja. Sehr schön. Schnappt euch die Herrschaften und die Damen und diskutiert es in der Pause weiter. Wir gehen in 5 bis 10 Minuten.